herzlich willkommen zu einer neuen Info-News, weil Mod-Vorstellung ist es ja nicht, sondern eher eine Info-News. Ich bin wieder gefragt worden, was nutzt du denn aktuell für Mods in der Version 1.36 Beta, und das möchte ich hier heute mal wieder zeigen. Dann muss ich das nicht immer beantworten, weil das dann immer recht schwierig ist. Deshalb hier, ich werde das jetzt mal einführen bei jedem Update. Zeige ich euch mal, welche Mods ich aktuell noch nutze. Allzu viele sind es ja nicht, ist überschaubar. Und die möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Also ich fange mal an mit die Double Burner von Hella von Aberstrebers aus dem SCS Forum. Die finde ich einfach nur Bombe, die sehen am LKW einfach sehr, sehr gut aus. Deshalb nutze ich die hier. Dann gehen wir gleich weiter zu, ihr wisst ja, Signs on your truck, beziehungsweise Glass Sticker on your truck. Das ist gerade noch in Arbeit, aber ich habe schon mal weitergemacht ein bisschen. Und hier kann man es noch gut erkennen mit den Aufkleber. Das ist alles noch nicht fertig. Aber ich habe schon mal angefangen, hier weiter dran zu schrauben, zu basteln. Übrigens, den Mod wird es dann so geben, wenn er mal fertig wird. Hier sieht er das normal halt, und im LKW ist es dann spiegelverkehrt. Ich habe es mir jetzt so ausgedacht, dass das dann so kommen wird. Ne? So, das mal zu dem. Und den aktiviere ich nur, wenn ich den RJL nutze, denn der RJL funktioniert nach wie vor. Und der ist dieser Mighty Griffin DLC Pack ist ja hier von Steam. Ne? Und das nutze ich nach wie vor. Da könnte ich jetzt Abo beenden, aber das lasse ich, weil das braucht man, damit man das Mighty Griffin DLC beim RJL nutzen kann. Und dann nutze ich noch die Icons von Das Strobel, auch über Steam Workshop. Das sieht dann so aus, ne? Hier hat man diese X am Boden, also hier flappert kein Symbol oder so, sondern hier hat man X, und beim Entladen hat man hier am Boden so Striche. Dann ist es ein Kameramod, sieht da ja immer, wie meine LKW so aussieht, ne? Und am Fahren und so, das ist ein Kameramod. Das sind Felgen, DLC-Felgen. Dann haben wir hier noch Mud Flaps für alle LKWs, die sehen auch ganz gut aus, deshalb nutze ich die mal recht gern. Von MadDom 1988 aus dem SDS Forum. Dann das Wheel Pack von 50k. Nutze ich nach wie vor noch, das ist, was ich, die Version 1800 Schützengraben, ich weiß es nicht, Version 4.0, hier von Version 1.23. Läuft wie erste Sahne noch, wie am ersten Tag. Und schöne Texturen, schöne Radkappen dabei, alles top, lasse ich. Solange mir das Spiel nicht abschmiert, nutze ich nach wie vor diese Felgen. Dann die 50k Add-ons nutze ich auch noch, klar. Genauso wie die von Powerkasi, Light und Accessory. Die Mods, beziehungsweise die Anbauparts, sind auch noch ein paar Lampen dabei und Tröten und hast nicht gesehen. Und diese beiden Mods sind dann auch in der Beschreibung immer als Download hinterlegt, glaube ich, der Kameramod auch. Ne? Ja, genau, dass du da bist. Dann haben wir hier noch eine New Road Textur. Für die Standard-Map und für Going East, dass einfach die Fahrbahn ein bisschen schöner aussieht. Habe ich mal irgendwo gefunden, keine Ahnung. Gefällt mir einfach, lasse ich. Dann Lightning-Gedöns, finde ich auch in der Beschreibung. Ist auch nach wie vor, läuft noch. Ich habe aber immer noch keine Zeit gehabt, da weiterzumachen. Doch, glaube ich, habe ich schon. Ne? Habe ich es online gestellt? Doch, habe ich online gestellt. Guck mal im SDS-Forum. Ich glaube, ich habe es sogar in der Beschreibung drin. Müsst ihr mal gucken. Auch ein bisschen aktueller. Auch für den Renault Range T jetzt hier geupdatet. Hier die Schilder, Leuchtdinger, und hast nicht gesehen. Ne? Die sind hier auch wieder bei, und das nutze ich natürlich auch, logisch. Dann nutze ich nach wie vor den Wettermod von Piva aus dem SCS Forum. Das sind diese zwei Sachen hier. Dann, klar, das SCS Trailer Patch ist für mich das A und O. Nutze ich auch noch, läuft auch wie geschmiert. Dann, was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas ist das? Ah ja, genau. Das ist von WOT. Das habe ich mir mal zusammengeschraubt. Das sind hier die ganzen Sachen, die was mit dabei sind, von denen präsent, aber die stelle ich nicht online, das habe ich bloß mal so für mich zusammengestellt. Das sind die ganzen Sachen, die was man beim World of Truck geschenkt bekommt, ne? Die ganzen Wimpel und Tassen, hast du nicht gesehen, die habe ich mir mal selber rausgezogen und als Mod gemacht, ist jetzt nur für mich so, ne? Also gebe ich auch leider nicht raus, sondern müsste halt schon fahren, ne? Logisch. Dann meine Interieurflaggen darf ich ja nicht rausgeben, denn der Piri and der mag das nicht, wenn ich den online stelle. Ich habe es leider schon mal, es sind 15 Flaggen. Ihr seht die ja immer wieder bei mir im LKW. Ich würde es so gerne rausgeben, aber ich darf ums Frecken nicht. Der geht mir sonst zirsch auf den Senkel, wenn ich das mache. Nutze ich heute auch noch. Und mein Wimpelgedöns, das sind diese länglichen Wimpel hier. Die kennt er ja mittlerweile auch schon. Auch schon von Version 1.27. Und die sind hier natürlich, die nutze ich auch noch, und die findet ihr auch in der Beschreibung. So, mehr ist es eigentlich nicht. Sehr überschaubar. 3, 6, 12, 18 Mods. Es geht in einen anderen
Nutze ich nicht immer, den tue ich dann ausschalten, wenn ich es nicht zwingend brauche. Aber das jetzt hier mal so zur Info für euch da draußen, dass nicht immer die Frage kommt, welche Mods nutzt du denn eigentlich? Eigentlich nutze ich nicht zwingend irgendwelche LKWs, nein, sondern ich teste ja nur, das wisst ihr ja mittlerweile alle. Und zum Zocken komme ich eh ganz selten hier und da, wenn ich mal Zeit habe, bastle ich noch ein bisschen, aber dann war es es auch schon. Genau, habt ihr noch Fragen hier zu dem ganzen Gedöns, dann dürft ihr das gerne machen, einfach kommentieren, ansonsten lasst einen Däumling da und dann wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.